Okay, wir gehen rein in den Laden. Und was könnte Vitamine noch an Spielzeugen gefallen? Ach, dem gefällt doch alles, aber wir brauchen das perfekte Weihnachtsgeschenk für ihn. Genau, und dieses Weihnachtsgeschenk wird so riesig sein und... Hey, Freunde, seid ihr auch da? Freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, bevor wir jetzt so richtig mit dem Video beginnen, es würde mich super da freuen, wenn ihr dem Video jetzt mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, Freunde, wir sind im Spielzeugladen, weil wir haben vor, also Sandy und ich, wir schenken Vitaminen noch so ein gemeinsames Weihnachtsgeschenk. Und das wird so, so riesig. Und da sind ganz viele Sachen drin. Und die Verpackung, die bauen wir hier gleich noch. Und die wird auch mega groß sein. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal die Geschenke aus, ja? Hm, ich bin schon fleißig am Schauen. Was könnte dir denn gefallen? Hm, vielleicht so eine kleine Gruselbox da oben. Gruselbox? Du weißt doch, wie schreckhaft Vitamin ist. Ey, der sieht die und macht sich vor Angst in die Hose. Nee. Hey, das ist doch lustig. Ja, ja, für uns, aber ich glaube für den nicht so. Oh. Das sieht doch perfekt aus für Vitamine. Warte, ein Schaukelpferd? Yeah, den wünsche ich mir auch. Das sieht perfekt aus für den. Oh yeah, dann sollen wir den mitnehmen? Ja, auf jeden Fall, ey. So, den nehmen wir mit. Perfekt. Okay, wie wär's noch? Oh, hier ist ein Papierpfleger. Ein Papierpfleger? Kann man die kaufen, oder wie? Ja. Das ist doch nur so ein... Die sind aus coolem Papier. Okay, dann nehme ich auch mal so einen Papierflieger mit, ey. Oh, irgendwas so für Mädchen. Oh, diese Mädchenpuppe hier. Warte mal, die können wir doch nicht... Warte mal, Vitamine, reden wir vom gleichen Vitamine. Der ist doch ein Junge. Ja, aber so ein bisschen ein kleines Troll geschenkt wird da. Ah, okay, habe ich mitgenommen. Das sind deine Geschenke, ey. Ich kaufe ihm jetzt auch noch was. Ich kaufe ihm dieses Tigerplüschtier. Hey, das ist für kleine Babys. Warte mal, hey, das ist nicht für Babys. Ich habe das auch. Spaß. Okay, kauf das mal. Hey. Wo ist sein Gesicht hin? Hey, was ist denn mit dir los? Ich glaube, die Mütze ist ein bisschen dem zu groß. Ja, ich glaube, der sieht uns gar nicht. Ich glaube, wir können jetzt einfach rausgehen, Sandy. Warte mal, wir sind noch nicht so... Hey, oh mein Gott, er hat mich enttappt. Ja, wir wollten nicht rausgehen. Wir wollten, nein, das war Sandys Idee. Hey, warte mal, das war nicht meine Idee. Tschüss. Okay, Mann, so, Mann. Jetzt geht's ab zum Bauen. Denn wir bauen jetzt diesen riesen... Geschenkkarton und wir haben schon die Materialien dazu und da sind noch ganz, ganz viele andere Geschenke drin in der Truhe und warte mal, kommst du mit? Ich bin schon dabei, ey. Ich bin eigentlich hinter dir, ich klebe dir an deinem Rücken. Hey, wie ein Rucksack. Du bist eine langsame Schnecke und ich nehme die Abkürzung. Wow, coole Abkürzung, Daniel. Hey. Okay, wer erster da ist. Hey, okay, okay, du willst darauf anlegen. Komm her. Hey. Ich bin da. Nee, ich bin ins Wasser geplumpst, ey. Nein. Hey, wo denn? Oh Mann, ey. Okay, so, hier haben wir die Kiste. Hier bauen wir das Riesengeschenk für Vitamine hin. Und ich nehme hier einfach mal schon mal ein paar Sachen raus. Und so, dann bauen wir den Karton einfach genau hier hin, okay? Oh, ja, aber ist das nicht ein bisschen auffällig? Der muss jetzt hier ein paar Tage stehen und wenn das so ein XXL-Geschenk ist... Ja, der wird ja nicht wissen, dass es für ihn ist. Okay, ja, dann ist ja gut. So, so. Hey, die Kiste ist im Weg. Nehme ich alles und, raus. Wir haben hier noch ein paar so. Sachen. Und zwar, das sind auch Geschenke wie Vitamine, okay? Ja, ja, alles gut. So, ich fange schon mal an, hier die Schleife zu machen. Ja, okay, das sieht gut aus. So, warte mal. Hast du vielleicht Musik dabei? Hey, Musik natürlich, ey. Hinter meinem linken Ohrläppchen habe ich immer Musik dabei. Perfekt, so will ich das so sehen, ey. So, okay. Wir bauen hier fleißig so. Weiter. Und warte mal, was wünschst du dir eigentlich zu... Okay, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Gute Frage. Ich glaube, ich wünsche mir eine neue Badewanne. Meine ist kaputt und deswegen kann ich nicht baden gehen. Hey, das ist ein cooler Wunsch. Jingle Bell. Und du? Ich wünsche mir eine Zahnbürste, damit ich endlich meine Zähne putzen kann. Oh ja, eine Zahnbürste. Vielleicht lasse ich mir da was einfallen. Mal schauen. Nein, oh, jetzt warte mal. Jetzt habe ich die Schleife hier weggebaut. Moment mal, du Schleifenzerstörer. Okay, reicht das von der Höhe? Warte mal, ich habe eine Idee. Da schenken wir auch Vitamine.
Moment mal, das ist von mir. Nein, das ist für Vitamine. Ach so, ja, gute Idee. Okay, so, hast du vielleicht noch die Tür? Die Türe, natürlich habe ich Türen. Okay, so, warte mal. Okay, dann kommt die Tür hier hin. Und so, perfekt, ey. So will ich das sehen. Und zack, okay, dann geht man hier das Geschenk rein. Und warte mal, ich baue hier so ein bisschen das Dach hin. Und, ich packe hier schon mal ein paar Geschenke rein, okay? Oh ja, mach alles voller Geschenke. Der wird sich sowas von drüber freuen, glaube ich. Okay, das sind jetzt meine Geschenke von mir zur Vitamine. Also hier einmal haben wir so ein Stoppschild. Das ist auch mega cool, oder? Oh ja, ein Stoppschild schenkst du dem? Ja, und eine Dusche. Wieso schenkst du dem ein Stoppschild? Hey, vielleicht kann man das gebrauchen. Und dann haben wir hier noch so eine Mailbox, wo man die Briefe reinwirft. Und dann haben wir hier noch ganz, ganz wichtig einen Hydranten. Ein Hydrant. Oh, und hier das beste Geschenk jemals. Zahnbürsten. Oh mein Gott, warte mal, du verschenkst deine Zahnbürste oder wie? Ja, die habe ich aber benutzt, um mein Klo zu putzen. Oh, Daniel, aber das muss Vitamine nicht wissen. Genau so. Dann haben wir noch eine Mülltonne hier und eine, warte mal, Toilette und Plattenspieler und ein Pömpel. Ganz, ganz wichtig. Und ich habe hier sogar noch eine Waschmaschine und die anderen Spielzeuge von Vitamine, zum Beispiel das hier. Wow, okay, das ist das Beste, glaube ich. Das hier. Und Plüschtiger und was noch? Und Karotten, das ist das Wichtigste. Ich glaube, darüber wird am meisten freuen. Oh ja, das glaube ich auch. Und ich kann Hokus Pokus machen, soll ich es mal zeigen? Oh ja. Hokus Pokus, Vitibus, dreimal schwarzer Kater, der Boden soll rot werden. Wow, du bist ja wirklich ein Magier. Oh ja, natürlich bin ich ein Magier. Okay, das ist jetzt das Geschenk für Vitamine. Ich glaube, darüber würde sich mega freuen. Und ich würde sagen, das Beste haben wir vergessen, Santi. Warte mal, stimmt, wir müssen uns selber schenken. Ich bin das Geschenk. Tschüss, Daniel, bis Weihnachten. Nein, ich meine nicht das. Hä? Wir haben vergessen. Warte, komm mal zu mir nach Hause, okay? Ja, die ich Toilette. Ich zeige es dir. Nein, nicht die Toilette, was ganz Cooles. Hey, mach mich nicht noch so neugierig. Was meinst du denn? Es fehlt ein Stuhl. Yeah, ein Stuhl. Oh, er ist so kräftig, der Stuhl. Moment mal, wieso willst du mir einen Stuhl schenken? Hä, ein Stuhl ist das Wichtigste. Ja, aber wieso schenkst du deinen Stuhl? Wieso kaufst du keinen neuen Stuhl? Der ist neu. Ach so, ja, weißt okay. Du, warum? Weil ich den Stuhl nicht mehr mag und weil ich habe da immer Popel drunter geschmiert und aufgeputzt. Ja, ich will es gar nicht wissen. Okay, wir schreiben einfach ein Schild daneben und schreiben Nagel, neuer Stuhl. Okay, so, dann müssen wir uns beeilen, bevor... Vielleicht kann es ja sein, der... Daniel? Sandy, was ist das? Warte mal, wer steht da vor unserem Geschenk? Ist das etwa der Grinch? Das ist der Grinch. Du Grinch, geh weg von uns. Oh mein Gott. Der ist ja mega stark. Wir müssen aufpassen, wir müssen sowas von aufpassen, Daniel. Ich glaube, ich weiß, wieso der Grinch da ist, weißt du auch? Der will das Geschenk klauen. Oh Gott, ja. Wir müssen nämlich schnell bekämpfen, okay? Ja, ich bin schon dabei. Komm her, du Grinch. Warte mal, was machst du? Wir müssen Waffen holen. Okay, du hast ja recht, ey. Ich bin schon unterwegs. Der schleudert uns weg wie so ein Tennisball, ey. Oh, ja, wie so ein Flummi, ey. Oh, wie eine Murmel. Wie ein Baum. Genau, okay. Hier unten in meiner Kiste haben wir ein paar Sachen. Okay, so, du kannst es rausnehmen, den Rest. Und dann ziehen wir mal die Rüstung aus und kämpfen gegen den, okay? Oh ja, yeah, denn keiner wird Weihnachten zerstören und die Geschenke klauen, außer vielleicht ich. Wie? Was? Warum dein Spaß? Denn? Nein, okay. Alles gut. So, ich würde sagen, wir bekämpfen jetzt den Grinch und beschützen unser Geschenk für Vitamine. Genau, ey, das ist nicht dein Geschenk, du böser Grinch. Keiner will dich beschenken. Wow, was ist denn mit dem los? Hey, pass auf. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, der steckt im Geschenk fest. Warte mal, hey, raus mit dir. Hey, wow. Oh mein Gott, Daniel, pass auf. Hilfe, der schlägt mich so weit weg, ey. Oh ja, der macht ja richtig viel Schaden. Oh ja, warte mal, was,
Warum steckt er da fest im Geschenk? Ich weiß nicht, vielleicht will er irgendwie die Sachen zertrampeln oder so. Oh, warte mal. Das ist aber gut. Das ist gut, dass er feststeckt. Okay, einfach drauf da. Ratatatata, ich bin schon fleißig dabei. Ich gehe mit dem Schwert drauf. Wow. Warte mal, das klappt doch gut, oder? Oh, ja, natürlich. Wieso fragst du? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja, voller Attacke. Oh mein Gott, wir werden ihn sowas von vernichten, Daniel. Oh, aber das ist gut, dass er feststeckt und was... Warte mal. Und? Ja! Warte mal, ich glaube, wir haben dem einen Gefallen gemacht. Was? Wir haben den sowas von den 1000 Einzelteile zerrissen. Wieso habe ich ihm einen Gefallen gemacht? Ich glaube, der ist über das Geschenk gestolpert und ist hängen geblieben mit seinem Fuß. Was? Ja, gut gemacht, Daniel. Genau, yeah. Gut. Wir haben ihn gerettet. Ja, oh, aber auch getötet irgendwie. Und, nein, okay. Wir haben hier das Geschenk, die Vitamine, alles ist drin. Das läuft perfekt, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Freunde. Und abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, jetzt würde ich sagen, schaut noch bei Santiboy, da haben wir auch noch coole Videos gemacht. Und ja, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder und tschüssi! Tschüssi!